Kein Problem ist in der Tat ein Problem. Und leider hat sich kein Problem so eingebürgert bei uns in der Branche. Ein absolutes No-Go. Und damit sind wir bei Tipp Nummer 2 beim Praxisratgeber für Hotellerie und Gastronomie. Kotzende soll man nicht füttern. Herzlich willkommen. Ja, kein Problem, das dürfen wir in Klammern maximal umgangssprachlich benutzen. Aber bitte nicht im professionellen Umfeld. Ich gebe dir mal 3, 4 Anwendungsbeispiele, wo, wenn der Gast etwas sagt, wir das häufig als Gastgeber quittieren mit einem kein Problem. Und das Gefährliche daran ist ja, die meisten meinen es gut. Ja, die wollen das positiv bestätigen. Und ich sage ja immer ganz gern, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und kein Problem ist leider gut gemeint. Man hört ja schon raus, kein und Problem. Es sind beides Worte, die irgendwie negativ assoziiert sind. Da schwingt eine negative Energie mit. Und das, was wir eigentlich erzielen wollen, dem Gast ein gutes Gefühl geben, da passiert nämlich genau der Umkehrschluss. Ich gebe dir mal 3, 4 Situationen, wo das üblicherweise passiert. Also, zum Beispiel hat der Gast eine Dienstleistung von uns erhalten. Wir haben irgendwas für ihn getan, Bügeleisen gebracht oder eben irgendwie einen Sonderwunsch im Restaurant erfüllt. Und der Gast bedankt sich jetzt für eine bereits erbrachte Dienstleistung. Und dann sagen viele Gastgeber, kein Problem. Das passt nicht. Der Gast denkt ja auch selber gar nicht, dass es ein Problem hätte sein können. Der will einfach nur seinen Dank, seinen Respekt, seine Anerkennung zum Ausdruck bringen. Und was passiert ist, er kriegt eine Reaktion, er kriegt irgendwie eine Assoziation, das Wort Problem. Also es stört auch irgendwie etwas im Fluss. Es ist so ein bisschen wie, kennst du vielleicht aus dem Privatleben auch, man will jemandem was sagen und schickt vorweg, du, also nicht, dass du jetzt denkst, was fängt der Mensch an zu denken? Und wenn er klug genug ist, dann merkt er, warum hast du das überhaupt gesagt? Das sind doch deine Gedanken. Ist da nicht vielleicht doch was im Busch? Und so verhält es sich auch mit, kein Problem. Der Gast hat überhaupt nicht die Idee, dass es ein Problem sein könnte. Nur dadurch, dass du das erwähnst, merkt er plötzlich, sollte das jetzt ein Problem darstellen? Und willst du mir gerade darlegen, dass es ja dann eigentlich dann doch, dass du es gern gemacht hast, das Problem zu lösen, was ja eigentlich gar keins war? Es passt einfach nicht. Also nimm das weg. Wenn eine Dienstleistung erbracht worden ist und der Gast bedankt sich dafür, dann quittier das doch mit was Positivem. Sowas wie gern geschehen, habe ich gern für Sie gemacht. Dafür sind wir doch da. Wenn Sie sonst noch Fragen haben, sprechen Sie mich gern an. Ist doch viel positiver. Gehen doch beide mit einem viel besseren Gefühl raus als kein Problem. Das ist das Beispiel, wenn die Dienstleistung bereits erbracht worden ist. Jetzt hatte ich das letztens, dass der Gast um eine Dienstleistung bittet. Es war eine ganz kleine Sache im Restaurant. Gast sitzt da, ein Pärchen. Er bestellt noch ein zweites Bier. Schon sträflich genug, dass der Gastgeber nicht drauf geachtet hat. Aber sei es drum. Also der Gast sagt, könnten Sie mir bitte noch ein Bier bringen? Gastgeber, kein Problem. Gleiches Prinzip, ne? Ja, natürlich ist das kein Problem. Ich bringe dir hier gerade Umsatz und du sagst, kein Problem, geht nicht. Also auch dort die Klassiker, gern, ja gern, sehr gern, whatever. Aber auch sowas wie, kommt sofort, natürlich, selbstverständlich, bringe ich ihn direkt, wenn es vielleicht kein Bier ist, sondern ein schönerer Wein, so, oh, gute Wahl, also vielleicht noch eine positive Bestärkung. Dann hatte ich letztens eine Situation, oder nicht nur letztens, immer mal wieder, Keycard ist nicht vernünftig kodiert. Ich habe eine lange Reise hinter mir, der Check-in dauert eine Weile, ich bin froh, wenn ich es aufs Zimmer kann. Dann funktioniert die Karte nicht. Leicht genervt, weil es kommt irgendwie alles zusammen, gehe ich wieder zur Rezeption, bleibe höflich, weil ich weiß ja, den habe ich möglicherweise am nächsten Tag noch im Training und sage hier, die Schlüsselkarte funktioniert nicht, könnt ihr die nochmal neu kodieren. Kein Problem. Doch in dem Falle ist es ein Problem. Und zwar, das hast du mir gerade hier verursacht, weil die Karte nicht funktioniert hat. Und jetzt sagst du, kein Problem.
Ich habe damit gerade ein Problem. Also auch für solche Fälle, wir wollen was Positives aussagen, aber es zeigt auch, dass der Gastgeber nur bei sich ist. Es ist für ihn kein Problem, die neue Karte zu kodieren. Er denkt gar nicht daran, dass ich einen zusätzlichen Aufwand hatte, der mir jetzt gerade überhaupt nicht passt. Letzte, vierte Situation. Die Gäste sind ja nicht in meinen Trainings. Die gucken sich im Allgemeinen auch nicht meine Videos an. Wir achten darauf, dass wir ja das positiv drehen, was in unserem Einflussbereich ist. Also, wenn der Gast, so wie ich gerade im kleinen Beispiel, wenn der Gast jetzt wirklich ein Problem hat, dann benennt er das auch so und dann darf er das auch so. Ja, dann sagt er, hier haben wir ein Problem, das mit dem Zimmer, das habe ich so nicht gebucht. Und sei es, dass er es nur denkt. Und wenn der Gast das Wort Problem benutzt, wo eine negative Energie ist, dann liegt es an uns, die Worte etwas umzudeuten, alternative Worte dafür zu finden. Zum Beispiel, wenn es jetzt eine Beschwerde ist und der Gast benutzt selbst das Wort Problem, dass wir dann andere alternative, positiv oder positivere behaftete Worte nutzen. Sowas wie, ich kümmere mich direkt um Ihr Anliegen. Anliegen ist neutral. Oh, ich werde mich der Sache direkt annehmen. Der Sache. Anliegen. Darum kümmere ich mich direkt. Kümmern ist positiv behaftet. Seien Sie versichert, dass wir da eine Lösung für Sie finden. Also zusammenfassend die vier Situationen, wo wir kein Problem eliminieren und bessere Alternativen finden. Beispiel 1. Der Gast hat bereits die Dienstleistung von uns erbracht bekommen und möchte sich jetzt bedanken, jetzt quittieren wir das positiv. Habe ich gern für Sie gemacht. Dafür sind wir doch da. Wenn Sie sonst noch Fragen haben, sprechen Sie mich an. Zweites Beispiel. Die Dienstleistung ist ja noch nicht erbracht worden und er bestellt, bucht bei uns etwas. Statt kein Problem, sagen wir positiv behaftetere Worte wie bringe ich Ihnen gern, kommt sofort, selbstverständlich, natürlich und die Klassiker gern, ja gern, sehr gern. Oder auch, wenn es ein bisschen eine höherwertige Wahl ist, beim guten Glas Wein oder bei einer Flasche Wein, kann man das auch positiv bestärken. Sowas wie gute Wahl oder hätte ich auch gewählt oder Sie kennen sich aus, guter Geschmack. Dann die Situation, wo der Gast irgendwie einen zusätzlichen Aufwand hatte. Wir gar nicht daran denken, sondern nur an unseren Aspekt. Wir kodieren jetzt eine neue Karte und sagen, kein Problem, mache ich eben für Sie. Für den Gast war es ein Problem. Ja, da eliminieren wir das. Da wünsche ich mir an so einer Stelle eher Empathie. Ach Mensch, jetzt mussten Sie nochmal hin und her laufen zur Rezeption. Hier ist die Karte. Dann jetzt einen schönen Aufenthalt. Ist doch wieder ein viel schönerer, positiver Abschluss und nicht so, kein Problem, dann mache ich das halt nochmal. Und die vierte Situation, wo der Gast tatsächlich eine Beschwerde hat, selbst das Wort Problem auch benutzt und dass wir das neutralisieren durch Anliegen, Sache, sich der Sache annehmen oder eine Lösung finden. Am Ende des Videos noch ein Appell an dich. Beobachte dich und deine Kollegen gerne mal in der Praxis. Wo findet sich dort, wo schleicht sich dort so ein kein Problem ein und wie und wodurch könntest du es dort ersetzen? Wenn du gern weitere Tipps haben möchtest, abonniere gerne den Kanal. Viel Spaß beim Anwenden. Bis bald.